Bei mir gibt es mehrere Themenbereiche. Mein Vater ist kürzlich verstorben, mit 80. Es ist traurig und meine Mutter leidet sehr darunter. Ich würde auch gerne Geld verdienen, arbeite nur auf Minijob-Basis wegen meiner Kinder. Ich schaffe es nicht, mit zwei Schulkindern mehr zu arbeiten. Ich würde auch gerne einen flexiblen Job haben, wo ich von zu Hause aus etwas tun kann, damit ich für meine Mutter und zwei Kinder da sein kann. Werde zukünftig auch öfters verreisen müssen als nur einmal im Jahr. Deshalb brauche ich etwas, wo ich flexibel von zu Hause aus was tun kann. YouTuberin wäre meine Vorstellung, aber ich habe zurzeit nicht die Kraft, auch keine Idee. Habe zurzeit auch zugenommen und bekomme einen Stress nach dem anderen. Ich würde gern abnehmen. Mir fällt auf, dass zurzeit keine Videos über vegane Ernährung kommen. Wieso? Gute Frage, weiß ich auch nicht. Also, falls euch das interessiert, zu meiner Ernährung kann ich gerne Videos drehen. Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt so auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Emotionen und so weiter. Ich gehe ja immer so mit dem, was ich fühle. Wenn ihr meint, mach mal mehr zum Thema Ernährung und Abnehmen, mache ich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich habe selbst jetzt erstmal zugenommen. Es sind zwar jetzt nur 5 Kilo, nur 5 Kilo. Aber ja, es war jetzt bei mir die ganze Zeit so ein Auf, Ab, Auf, Ab, Auf, Ab. Ja, trotzdem kann ich gerne dazu ein Video machen. Ansonsten sehe ich jetzt hier keine Frage. Einfach nur, du würdest gerne Geld verdienen und würdest gerne YouTube machen. Also guck mal, YouTube einfach anfangen, weil du sagst, ich habe dazu jetzt keine Kraft. Glaubst du mir, es ist, glaube ich, bei jedem YouTuber so. Ich habe die Zeit jetzt eigentlich auch nicht. Ich habe auch andere Dinge zu tun. Aber trotzdem, einfach starten. Einfach machen. Einfach machen. Guckt euch mal meine allerersten Videos an. Ich glaube, die waren Schrott ohne Ende. Und trotzdem einfach starten und das, was dir durch den Kopf geht, dann halt machen. Du kannst ja auch einen Plan machen, über was möchtest du reden. Und dann einfach anfangen. Und in der Regel sind die Zuschauer lieb. In der Regel sind sie lieb. Gerade wenn du am Anfang neu bist, sowieso. Umso größer du bist, desto mehr kommen dann manchmal so gemeine Leute. Und das ist auch in Ordnung. Man wird stärker draus. Und wegen dem Tod, natürlich macht das traurig. Und in unserer Gesellschaft wird über den Tod leider so wenig berichtet, obwohl ich denke jetzt mittlerweile immer mehr. Guck dir gerne, wenn du magst, den Kanal Empirische Jenseitsforschung an. Ich liebe diesen Kanal. Der zeigt immer Berichte von Menschen, die Nahtodeserfahrungen gemacht haben. Und für mich ist es immer total beruhigend, das zu sehen, wie schön es ist und ja, was Sterbende so erleben können, dass es in der Regel positiv ist. Und das ist wirklich blöd. Da gibt es auch einen Film dazu, aber jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wir kommen auf die Erde und wissen gar nicht, warum wir hierher gekommen sind. Wir wissen nicht, wer wir wirklich sind. Wir leben dann einfach unser Leben und sterben irgendwann. Wäre es nicht besser zu wissen, von wo wir kommen, zu wissen, wir sind gerade auf einer Reise und wir gehen wieder bald zurück? Oder gehen vielleicht auch weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann weiterläuft. Bei den Indianern ist es ja so, wenn da jemand stirbt, feiern die das ja. Selbst wenn ein Kind stirbt, feiern die das. Die sind da nicht so wie wir, komplett anders. Weil die wissen, er ist hierher gekommen, weil er eine Aufgabe hat. Und wenn die erledigt ist, und die kann nach einem Monat erledigt sein, nach 3 Jahren, nach 50 Jahren, nach wann auch immer, dann geht die Person weiter. Und in der Regel wissen die das dann auch, ne? Die sagen, gerade so die Älteren, in 3 Tagen werde ich meine Dimension wechseln und ich würde gerne, dass ihr mich da begrabt oder ich würde gerne, dass ihr meinen Körper den Tieren zum Fraß vorwirft, je nachdem, ne? Das ist ganz anders, die gehen ganz anders. Und bei uns, wir brechen hier alle zusammen. Ja, ich auch. Also ist einfach unsere Zivilisation. Und da können wir uns vielleicht weiterentwickeln, um zu verstehen, dass der Tod nicht das Ende ist und dass es weitergeht. Ich weiß es nicht, wie es weitergeht, keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich erstmal hier nicht herausfinden, alle zusammen. Aber diejenigen, für die es weitergegangen ist, können Kontakt zu uns aufnehmen. Ich weiß zwar nicht, wie die das machen, aber ich hatte ja schon Kontakt, hatte ich euch erzählt, mit meinem Papa. Das fand ich, ja, unbeschreiblich. Wirklich unbeschreiblich. Habe ich öfters erzählt in meinen Videos, will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. So, Lovely Sunset schreibt: Wie schaffe ich es, jemanden loszulassen, der mir einfach nicht gut tut? Es geht um meinen Ex-Freund. Er hat sich vor einem Jahr von mir getrennt, wollte mich dann aber plötzlich wieder zurück. Ich will ihn nicht zurück, kann ihn aber auf der anderen Seite nicht loslassen. Wie schaffe ich es, jemanden loszulassen? Oft lassen wir jemanden einfach los, wenn wir neuen haben. Ja, das hört sich ja so fies an, ist aber oft so. Du kannst dir ja mal eine Liste machen mit Vor- und Nachteilen von der Beziehung. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Und dann, wenn die Nachteile natürlich, die müssen überwiegen, sonst hättest du ja schon Bock, dass er zu dir zurückkommt. Immer wieder, wenn das Gefühl kommt, dass du ihn wieder willst, dir die Nachteile nochmal anschauen. Und wir ziehen ja oft Menschen an, die das gleiche emotionale Muster mit uns leben, wie wir es in der Kindheit kennen. Welches Muster hat er in sich, das du gar nicht magst? Was kannst du an ihm nicht loslassen? Was ist es?
Was ist das, was du nicht loslassen kannst? Schau dir das nochmal an. Also ich müsste wirklich, es wäre gut, wenn ich das nächste Mal mal live gehe, wenn wir so direkt miteinander schreiben und reden können, weil so kann ich es dir jetzt nicht direkt beantworten. Müsste ich dir ein paar Fragen stellen und dann könnte man gucken, so, wie kann ich da jetzt loslassen? Das Loslassen ist halt echt ein großes Thema. Es ist ein sehr, sehr spannendes, ein sehr, sehr großes Thema, weil wir oft kämpfen, weil wir oft im Widerstand sind und Angst haben, wenn wir loslassen. Ja, was würde passieren, wenn du loslässt? Was dann? Und davor haben wir Angst. Wir haben Angst, uns zu verlieren. Wir haben Angst, unwichtig zu sein. Wir haben Angst, einen Fehler gemacht zu haben. Wir haben Angst, ja, dass es alles umsonst war. Vor was hast du Angst? Was möchtest du nicht fühlen, wenn du ihn loslassen würdest? Dass die Zeit mit ihm umsonst war oder? Keine Ahnung. Valerie, wie kann ich mehr Geld verdienen? Ich komme mit Geld einfach nicht zurecht. Woran liegt das? Hast du Tipps? Bei mir ist ja jetzt gerade ein Geldkurs am Laufen. Der ist richtig gut. Also wirklich richtig gut, weil er in die Tiefe geht, weil er dir zeigt, was es für Blockaden gibt. So, wenn du mit Geld nicht zurechtkommst, liegen da Blockaden vor. In dem Geldkurs zeige ich verschiedene Blockaden, die es gibt. Und dann zeige ich, wie man die auflösen kann. Ist natürlich alles Energie. Es ist alles, auch emotionale Wunden stecken auch mit dabei. Es ist auch unser Nervensystem. Wenn es sich mit Geld nicht sicher fühlt, dann kannst du erstmal auch kein Geld anziehen. Es sind mehrere Bereiche. Es ist bei jedem natürlich was anderes. So, in diesem Gruppencoaching zeige ich das allgemein und gehe nochmal auf die Fragen ein. Und mehr Geld verdienen kannst du immer dann, wenn du Probleme anderer Menschen lösen kannst. Also wenn du mit etwas dienen kannst. Damit können wir immer mehr Geld verdienen. Nur ist es auch gut, nochmal zu gucken, was habe ich denn da für Themen in mir? Was habe ich da für Geldblockaden, damit ich die schon mal zur Seite machen kann. Wenn du da jetzt dir den Kurs nicht leisten kannst oder weil, wenn du sagst, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann überlege, womit könnte ich der Menschheit dienen? Was kann ich besonders gut? Gibt es irgendetwas, was ich anbieten kann, wofür Menschen bezahlen können? Und jeder von uns hat in sich eine Gabe. Jeder von uns hat etwas, was er der Menschheit geben kann, die davon profitiert. Nur kommen wir oft nicht da dran. Wir kommen oft nicht dran. Warum kommen wir nicht dran? Weil unser Herz verschlossen ist. Und warum ist unser Herz verschlossen? Weil wir emotional verwundet sind. Wenn das Herz offen ist, sind wir wieder verwundbar. Und davor haben wir alle Angst, ja, ich auch. Aber umso offener dein Herz ist, desto mehr bist du mit deinem wahren Ich verbunden. Auch mit deinen Talenten. Die kannst du dann zulassen. Und immer das, was dir Spaß macht, da wo die Freude ist, was wir natürlich auch komplett nicht gelernt haben, da wo die Freude ist, da verdienst du das Geld. Und da wo die Freude ist, das kannst du besonders gut. Da, wo die Freude ist, da sind deine Talente. So, das, ich weiß, das war jetzt einfach mal kurz beantwortet, hilft dir vielleicht nicht weiter, aber überlege einfach mal im Alltag, was macht mir richtig, richtig Freude, was kann ich richtig gut oder was würde ich denn gerne machen? Wenn du auf YouTube guckst oder Instagram oder Facebook oder wo auch immer du unterwegs bist, wen hast du alles abonniert? Welche Themen interessieren dich richtig, richtig? Das sind oft Themen, wo du vielleicht Freude empfinden kannst, wenn du etwas dazu anbieten kannst. Manche können gut kochen. Jeder sind handwerklich gut, andere mit psychischen Themen. Also jeder hat da ja sein Thema. Und da könntest du viel Geld machen, wenn du dich damit auskennst. Finger weg würde ich lassen von diesem ganzen Bitcoin-Kram. Klar, alles schön und gut, haben wir auch hier zu Hause. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich kann dich reich machen und du musst da rein und du musst, wenn es dir keine Freude macht, dann willst du dich nicht weiter damit beschäftigen, keine Informationen sammeln und dann hast du das Geld wieder verloren. Also guck wirklich immer, dass du lieber etwas in der Hand hast, was du den anderen anbieten kannst. So, ich sehe, es sind noch einige Fragen hier. Ich werde das Video teilen. Dann ist das erstmal Teil 1 und dann kommt Teil 2 morgen raus. Mache ich jetzt hier Stopp.